Ich habe großartige Neuigkeiten. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe großartige Neuigkeiten, die ich endlich mit euch teilen kann. Ich freue mich so. Ich freue mich so unglaublich sehr. Ja, ihr könnt es vielleicht an meinem Spirit-Jersey sehen. Na? Wo kommt dieser Spirit-Jersey her? Aus Walt Disney World. Ja, da geht's für mich hin. Im Januar 2022. Ich fliege endlich in einen anderen Freizeitpark und zwar nach Walt Disney World in Orlando. Kurz nach meinem 30. Geburtstag im Januar und ich freue mich unglaublich. Ich würde am liebsten sofort, also genauer Details kommen gleich, ich würde am liebsten sofort anfangen zu planen, mir Notizen zu machen, etc. pp. Das Problem ist, es steht noch so viel an zur Zeit. Ich muss noch 2 Hausarbeiten fertig schreiben für die Uni. Masterarbeit fange ich erst nach Walt Disney World an wahrscheinlich. Und ja, wie gesagt, es steht so viel an. Arbeitstechnisch, privat, Trips hier, Trips da, ne? Videos drehen hier, da, alles Mögliche. Aber gebucht ist es. Noch die Flüge noch nicht. Da hoffe ich noch, dass es ein bisschen günstiger wird. Dennoch wollen wir mit Lufthansa fliegen, direkt von Frankfurt nach Orlando. Und ja, wir fliegen vom 18. Januar bis zum 31. Januar 2022 nach Orlando. Ganz schön lang, ne? Ja, wir übernachten 10 Nächte im Pop Century Resort auf Disney Property, in Walt Disney World selbst, ist eins der Disney Hotels vor Ort, eins der günstigeren Disney Hotels, denn wir haben uns dazu entschieden, also ich fliege erstmal mit meiner Mama und zwei von ihren Freundinnen, damit sie nicht so allein ist, denn ja, meine Mama kann kein Englisch und sie wird auch nicht den ganzen Tag mit in die Parks kommen, das schafft sie gesundheitlich nicht, deswegen kann sie ein bisschen am Pool chillen, dann gehen wir ein bisschen einkaufen, dann kommt sie in den Park fürs Feuerwerk oder morgens mal mit für ein paar Stündchen und dann den Rest der Zeit verbringen die dann die Girls alleine und ich dann auch alleine in den Parks. Ja, 10 Nächte im Pop Century Resort, wir haben dieses Paket über die Irland-Seite gebucht. Das heißt, wir haben im Preis also Gutscheine bekommen, weil pro Tag gibt es $36 Essensgutschein. Das macht, glaube ich, jetzt in Summe um die $350 für die 10 Nächte. Haben wir zu viert diese $350, können wir jetzt fürs Essen ausgeben. Das werden wir wahrscheinlich fürs Frühstück ausgeben, denn das ist ja nicht inkludiert. Dann gibt es einen $100 Shopping-Gutschein. Da werde ich mir natürlich ein Spirit-Jersey und ein paar Ohren wahrscheinlich von kaufen. Der Memory Maker ist inklusive in diesem Angebot. Und da gibt es 14 Tage Eintritt im Preis von 7 für alle. Genau, was es kostet, könnt ihr selbst reinschauen bei der Internetseite. Das Angebot gilt, glaube ich, noch bis Anfang November, aber wird bestimmt auch verlängert oder so. Ich weiß nicht, auf jeden Fall haben wir dieses Angebot genutzt. Und jetzt fragt ihr euch, 10 Nächte, 18. bis 31. Das geht nicht so ganz überein. Nee, es geht nämlich noch weiter mit Disney-Magie. Und zwar fahren wir mit der Disney Dream vom 28. Januar bis zum 31. Januar Richtung Bahamas und Castaway Key. Wer jetzt denkt, was ist Castaway Key? Castaway Key ist die eigene Disney-Insel, wo nur die Disney-Schiffe hinfahren, hinschippern und da verbringen wir einen Tag. Wir verbringen einen Tag auf den Bahamas, wir verbringen einen Tag auf Castaway Key und dann geht es auch schon zurück. Also es ist nur eine 3 Nächte, leider nur eine 3 Nächte Cruise. Aber ich habe ja schon mal eine gemacht auf der Disney Magic, jetzt geht es auf die Disney Dream. Und ich freue mich sehr auf Castaway Key. Das ist auch einer so auf meiner Bucketliste gewesen, einmal zu Castaway Key zu fahren. Und das alles zu meinem 30. Also kurz nach meinem 30. Geburtstag, aber ich sehe das als 30. Geburtstag-Event und ich freue mich sehr. 18. Januar geht's los. Am 13. werde ich 30.
30. Vielleicht fahre ich noch in Disneyland Paris vorher mit den anderen. Ich muss mal schauen, wie das Ganze wird, zeitlich gesehen. Und natürlich werde ich meine Kamera mitnehmen. Also die hier, meine GoPro, alles, was geht. Und werde euch natürlich mitnehmen auf der Reise. Ich werde alles versuchen, so gut es geht, zu vloggen. Ich möchte natürlich auch die Zeit da genießen. Ich möchte nicht nur alles mit, also nur durch die Kamera sehen. Aber ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, auf Instagram. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Videos geben. Also natürlich von den ganzen Aufenthalten, Walt Disney World, Hotel, Anreise. Alles, was ich da so erlebe als Erstie. Ne? Das ist ja sozusagen mein erstes Disneyland, Disney World Park nach Disneyland Paris. Ich bin sehr gespannt, wie es für mich sein wird, nachdem ich so oft in Disneyland Paris war. Werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten und ja, ich kann es jetzt schon kaum erwarten. Es ist tatsächlich nicht mehr so lang. Walt Disney World und Disney Cruise. Das war ein ganz, ganz toller, fast 2 Wochen ins Warme. Es ist tatsächlich nicht so warm in Orlando im Januar. Es ist, glaube ich, so 21, also um die 20, 21 Grad tagsüber. Aber es ist ganz, ganz in Ordnung. Vor allem auch für meine Mama, dass es nicht ganz so heiß ist. Und es will auch nicht ganz so voll. Aber zu genaueren Planungen wird es noch ein Video geben, was ich alles so geplant habe. Etc. pp. Outfits. Natürlich werde ich auch einkaufen. Da gibt es auch Shopping, Merch, Hauls. Also es wird eine unglaubliche Vielfalt an Videos geben. Ich weiß noch nicht, ob ich was hochladen werde, während ich da bin, ob ich Zeit habe zum Schneiden oder erst danach. Ich muss gucken, wie ich vorher was produzieren kann, wenn ich nicht da bin. Aber das kriegen wir schon alles geregelt. Und dann zwischen dem 30. Geburtstag und meiner Rückkehr aus Walt Disney World wird es ganz, ganz, ganz viele Videos geben aus Amerika. Wir gehen auch shoppen in die Outlets. Also, ne, ihr werdet alles noch erfahren, aber das sind so die ersten Infos, die ich mit euch teilen kann. 18. bis 31. Januar Walt Disney World Orlando. Für mich mein erster Disney Park außerhalb von Disneyland Paris. Und ich freue mich. Unglaublich. Ja, und das waren die Neuigkeiten, die ich mit euch teilen wollte. Ihr wart bestimmt schon mal da. Also wenn einer von euch schon mal da war und mir Restaurant-Tipps geben möchte, sonstige Tipps, wer war schon mal im Januar da? Was soll ich einpacken an Klamotten? Ne? Kalt, warm, heiß, nicht heiß? Ne? Schreibt es mir gern unten in die Kommentare. Ich bin offen für alle eure Tipps. Denn wie gesagt, ich bin noch ein Neuling, was Walt Disney World angeht. Und das wird für mich ein ganz, ganz neues Erlebnis sein. Also gerne euer Feedback, eure Tipps unten in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich schon bei euch. Ich hoffe, dieses Announcement freut euch genauso sehr wie mich. Denn ja, ich konnte die erste Nacht erst, also nachdem wir gebucht haben, konnte ich die erste Nacht überhaupt nicht schlafen. Ich war aufgeregt wie ein kleines Kind. Aber ihr könnt es bestimmt nachvollziehen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.